Was geht ab, meine Lieben? Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich wollte ein kurzes Video machen. Und zwar haben wir jetzt die 10.000, die 10.000 Abonnenten geknackt. Und vielen, vielen Dank an euch dafür, an die Community. Ja, das ganze Projekt ist eigentlich so ein bisschen hobbymäßig entstanden und hat sich dann nach und nach gesteigert. Und ich werde auf jeden Fall auch noch weiter irgendwie Interviews machen, kleine Videos machen, Beiträge machen, auch gucken, vielleicht was ihr wollt. Also schreibt mir gerne, was euch vielleicht interessiert. Und mal sehen, wo das hingeht. Ich weiß nicht, ich hätte irgendwie Anfang des Jahres dachte ich so, oh ja, krass, wenn ich 1000 Abonnenten habe, das wäre schon irgendwie cool. Also es ist nach wie vor ein Hobby. Und wundert euch also nicht, dass es manchmal ein bisschen dauert, bis irgendwelche Kommentare freigeschalten sind, weil ja, es ist einfach, ich arbeite Vollzeit und ich habe zwei, drei Leute, die ein bisschen mit auf die Kommentare gucken. Und ansonsten gucke ich da einmal am Tag rein und schalte Kommentare rein. Manchmal aber auch zwei, drei Tage nicht. Also nicht wundern, wenn das ein bisschen dauert. Vielleicht fragen sich jetzt einige, okay, warum nicht einfach komplett die Kommentare freischalten? Nee, ich möchte da vorher schon drüber gucken, weil es natürlich in dieser Internet-Bubble und, keine Ahnung, YouTube-Bubble immer Leute gibt, die irgendwelchen Müll schreiben. Oder halt explizit Sachen schreiben, die einfach nicht gehen, die andere Leute beleidigen, die andere Leute angreifen und halt auf diese persönliche Ebene gehen. Also, vielen, vielen Dank auf jeden Fall an euch. Ich würde mich weiter freuen, wenn ihr mich unterstützt, wenn ihr die Videos teilt, wenn ihr aber auch selber aktiv werdet. Das ist nämlich das A und O. Also überall, wo ihr irgendwelche Probleme seht, egal ob das jetzt im Kleinen ist oder im Größeren. Schaut immer, was könnt ihr im Rahmen eurer Möglichkeiten tun, um irgendwas in eine positive Richtung zu lenken. Denn Probleme gibt es auf jeden Fall genug. Bleibt sachlich, bleibt konstruktiv, ja, haltet euch ein Stück weit an die Regeln, greift keine anderen Leute an. Ich lese das ja manchmal und dann müssen sich manche auch nicht wundern, wenn irgendwelche Kommentare nicht freigeschalten sind, also oder wenn User sogar blockiert werden. Also da würde ich mich mega freuen, wenn ihr konstruktiv bleibt, weil hinter allen Ansichten, hinter allen Problemen stecken irgendwo auch andere Menschen. Auch wenn ihr deren Ansicht oder deren Meinung nicht gut findet, heißt das nicht, dass ihr die beleidigen dürft, angreifen dürft oder sogar noch Schlimmeres. Also schreibt mir gerne, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt. Schreibt mir gerne euer Feedback. Und vor allem, wenn ihr Bock habt, vielleicht Moderator, Moderatorin zu sein, zu werden, schreibt mir auch gerne eine E-Mail an info@sebastianflack.de. Dann können wir mal quatschen. Und ich suche auf jeden Fall immer noch ein paar Leute, die mich so ein bisschen unterstützen. Und hauptsächlich geht es aktuell darum, Kommentare einfach freizuschalten. So, gerade bei diesen Shorts, bei den kurzen Videos sind teilweise unglaublich viele Kommentare, wo man nicht hinterherkommt. Und ich möchte ja auch dann dem gerecht werden und Sachen, die halt okay sind, wo nicht irgendwelche Beleidigungen drin sind, die halt möglichst schnell freischalten, sodass auch wieder andere vielleicht darauf reagieren könnt. Also das wäre so mein Appell. Wenn ihr Bock habt, macht gerne mit. Wenn nicht, ist auch okay, aber überlegt euch immer, gerade wenn ihr irgendwelche Sachen kritisiert, was kann ich im Rahmen meiner Möglichkeiten tun? Was könnt ihr tun? Wo könnt ihr mithelfen, auf friedliche Art und Weise Probleme zu lösen und die Sachen in eine konstruktive, in eine vernünftige Richtung zu lenken? Also nutzt eure vielleicht auch Unzufriedenheit, nutzt eure negative Energie, ja, vielleicht auch euren, ja, wenn ihr euch wirklich so aufregt, und ich merke das ja auch an den Kommentaren, wie die manchmal geschrieben sind, nutzt das einfach und versucht es in etwas Positives zu wandeln und nicht da stehen zu bleiben, euch einfach nur aufzuregen und dann weiterzumachen wie bisher. Das würde mich mega freuen. Und genug gelabert. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, humanistische Grüße und bis bald.